Ja, hallo, euer Doc wieder mit einem neuen Review. Dieses Mal die Beretta PX4 Storm bzw. Storm Recon. Ich habe diese Waffe schon etliche Jahre in meinem Besitz und das Grundmodell dieser Waffe ist auch nach wie vor käuflich zu erwerben. Dieses Recon-Modell wird schon seit einigen Jahren nicht mehr produziert. Und das bekommt man mittlerweile auch nur noch gebraucht. Ja, was hier auffällt, wir haben hier normalerweise noch so eine Montageschiene obendrauf. Die habe ich allerdings abmontiert, weil ich die absolut hässlich fand. Und da ich auch schon genügend andere Waffen habe mit einer solchen Montageschiene, wollte ich das hier nicht haben. Aber den in Anführungsstrichen Schalldämpfer, den habe ich natürlich mit aufgehoben. Und ja, ich werde euch jetzt mal ein bisschen was zu der Waffe erzählen. Ja, es handelt sich hierbei um eine Blowback-Waffe, die in erster Linie dafür gemacht ist, um Diabolos im Kaliber 4,5 mm zu verschießen. Man kann damit auch Stahlrundkugeln verschießen, das würde ich aber nicht empfehlen, weil diese Waffe über einen gezogenen Lauf verfügt. Wir haben hier unten ein Trommelmagazin, muss man sagen, also ein doppeltes Trommelmagazin, was über jeweils eine 8-Schuss-Trommel verfügt, beidseitig. So, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie die Waffe geladen wird und dann gucken wir uns mal noch ein paar Einzelheiten an. Die Bedienfunktion hier. Fangen wir mal an mit der Beladung. Ich nehme jetzt hier mal die Kupferspitz-Diabolos. Ich habe jetzt gerade keine anderen, aber die tun es auch. Ja, die werden jetzt hier im Prinzip in das Trommelmagazin geladen. Dann dreht man halt weiter, bis die Trommel entsprechend befüllt ist. 8 Stück passen rein. So, das Magazin ist jetzt befüllt, und zwar beidseitig, und kommt dann so wieder in die Waffe rein. Ja, wir haben hier hinten eine Abdeckung, die müssen wir runternehmen, wo dann die CO2-Kapsel reinkommt. Dieses System ist quasi ähnlich wie bei der CP99, bei der Walter CP99. Als erstes müssen wir hier unten diese Kappe einmal drehen und dann haben wir hier unten so eine kleine Rändelschraube, die drehen wir auf und dann kommt die CO2-Kapsel da rein. Ich mache auf diesen CO2-Kapseln immer ein wenig Silikon mit drauf, das schont die Dichtung. So, dann wird die hier eingelegt, dann wird diese kleine Rändelschraube wieder handfest gedreht. Also nicht zu fest, sondern nur handfest. Und jetzt wird diese Kappe, falsche Richtung, so rum wieder festgeschraubt. Dann kommt die Abdeckung wieder drauf und die Waffe wäre geladen und schussbereit. Wir haben hier an dieser Waffe verschiedene angedeutete Bedienelemente, was ich sehr schade finde. Wir haben hier zum Beispiel den angedeuteten Verschlussfanghebel, das ist nur fake. Und auch der Sicherungshebel ist hier leider nur angedeutet, also auch nur ein Fake. Dafür haben wir auf der Rückseite der Waffe hier die eigentliche Sicherung. Man muss dazu einmal nach hinten drücken, dann ist die Waffe gesichert. So, seht ihr? Und wenn ich jetzt hier das Ganze nochmal mache, nach oben, dann wäre sie entsichert. Ich nehme das Magazin nochmal raus, um darauf nochmal ein bisschen deutlicher einzugehen. Wenn die Waffe gespannt ist und der Hammer im Prinzip jetzt hier hinten gespannt ist und ich will die Waffe sichern, dann reicht es aus, ich
die Sicherung, den Sicherungshebel hier runterdrücke, dann wird die Waffe auch entspannt und es kann sich kein Schuss lösen. Das ist ganz prima gemacht. Ja, ansonsten, wir haben hier Single- und Double-Action-Abzug. Seht ihr hier? Also, da geht beides. Und wir haben hier eine nicht verstellbare Visierung. Kimme und Korn ist fest, Korn sowieso. Und ja, es ist wie gesagt eine Blowback-Waffe. Es ist hier allerdings so, dass bei diesen Diabolo-Blowback-Waffen, nachdem das Magazin leergeschossen ist, der Schlitten nicht arretiert wird. Das ist bautechnisch auch, glaube ich, nicht anders möglich. Also der Schlitten bleibt praktisch nicht, oder der Verschluss bleibt praktisch nicht offen stehen, wie das bei anderen Blowback-Waffen der Fall ist. Also man muss hier schon mitzählen, wenn man die 8 Schuss raus hat. Wenn die 8 Schuss leergeschossen sind, nimmt man das Magazin einfach raus, dreht es um und gibt es wieder in die Waffe und kann dann weitere 8 Schuss verfeuern. Ist ganz gut gelöst, finde ich nicht schlecht. Die Waffe hat ein sehr, sehr massives Blowback, wirklich sehr, sehr massiv. Für den Moment vergisst man, dass es hier eine CO2-Waffe ist, wenn man damit schießt. Man muss schon wirklich die Waffe gut halten, um hier vernünftig zu treffen. Ja, wir haben hier einen entsprechend verlängerten Lauf mit einer Abdeckkappe, wo dann der Schalldämpfer praktisch drauf kommt. Den haben wir hier und das würde dann so aussehen, wenn wir den jetzt hier aufschrauben. Der Schalldämpfer ist aus Plastik mit diesem Riffelblech überzogen. Ja. Wenn der Schalldämpfer montiert ist, hat man allerdings das Problem, dass es etwas schwierig ist, über Kimme und Korn zu schießen, da der Schalldämpfer, das halte ich mal so, dass man das sieht, da der Schalldämpfer das Korn etwas verdeckt. Aber ein geübter Schütze bekommt das hin. Ja. An sich ist die Waffe sehr gut. Ich kann die Waffe eigentlich auch nur jedem empfehlen, der eine Diabolo-Waffe mit Blowback sucht. Wir haben hier einen Metallverschluss. Das Griffstück selbst ist aus Polymer, der Abzug ist aus Metall, der Hammer selbstverständlich auch und die Sicherung. Der Lauf ist aus Metall. Ja, und das war es dann eigentlich schon. Ja, und dann würde ich sagen, genug geschwafelt, gehen wir über zum Schusstest. So, das war jetzt freistehend, nicht aufgelegt. Und jetzt mache ich nochmal ein Magazin, also einmal 8 Schuss aufgelegt. Schauen wir mal, wie das wird. So, schauen wir uns nochmal das Blowback an. So, das war's dann von mir mal wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und falls noch nicht geschehen, abonniert bitte meinen Kanal. Ansonsten möchte ich noch auf meine Partnerkanäle verweisen, GPC Gunpower Community, Debo, Mil.Air Gun Channel, Gunrunner und Top Gun. So, dann einen schönen Vatertag für morgen an alle, die es betrifft und ja, schönes Wochenende. Bis dahin, euer Doc.
Mein liebes Pferd hat gerade ein paar Haufen gemacht. Du kannst dir ein Pferdeappel geben. Das soll deine Belohnung sein.